Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 4 von Super Dungeon Brothers oder Bros. Wir sind immer noch hier in Cryptheim, Chillheim und Burgheim haben wir noch nicht freigeschaltet. Das sind wohl die letzten zwei Dungeons. Jo, oder keine Ahnung, wie das da aufgebaut ist, wie viel Tiefen es da gibt. Bis jetzt läuft das ja alles, naja, keine Ahnung, nicht so ganz geil. Jo, ich würde sagen, diesmal holen wir mal der Lars, oder? Der Lars ist ein guter. Und jetzt versuchen wir es wieder mit dem heulenden Sturm. Jo, und keine Ahnung, gucken einfach mal, wie das jetzt so solo läuft. Jetzt hängen wir wieder ein bisschen im Ladebildschirm fest, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, inwiefern das Spiel noch geupdatet wird. Das letzte Mal beim Multiplayer hat es ja leider nicht ganz so gut funktioniert, deswegen werde ich jetzt mal so 2, 3, 4 Parts solo aufnehmen oder ich gucke einfach mal oder vielleicht später mal in 2, 3 Parts dann mal in den Multiplayer reinschauen, aber noch am heutigen Aufnahmetag. Ja, so als Benchmark, keine Ahnung. Ich habe wohl auch gelesen, dass es im Multiplayer leider etwas Probleme geben soll. Ja, müssen wir mal gucken, inwiefern das sich bewahrheitet. Ja, und mit diesem Magier-Typen da oder mit dieser Magier-Waffe traue ich mal zu, dass man auch mal so eine Welle, wie wir sie vor 2, 3 Parts hatten. Ich glaube vor 2 Parts, als diese ganz vielen Skelette da kamen. Dass wir sowas vielleicht mal aushalten, weil ich da einfach reinballern kann. Aber, jo. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob meine Theorie da so aufgeht. Oh, der Ladebildschirm ist echt massiv. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht schneide ich den dann immer raus oder lass den weg oder... Jo, das hier kennen wir ja alles schon. Zum und Tief 1. Ja, ein Helden das jetzt nochmal? Ah, genau. So. Ja, hier auf RT können wir so rumballern und auf RB so eine super, keine Ahnung, Welle ballern. So, hier könnte ich irgendwelche Herausforderungen annehmen. Das haben wir ja einmal schon super erfolgreich gemacht. So, Wahnsinn. Der ballert schon echt langsam, ich weiß nicht. So, was muss ich jetzt machen? Bin mal gespannt, ob wir mal ein Stück weiterkommen. Wäre echt mal eine ganz geile Sache irgendwie. Bis jetzt läuft das ja echt eher so mäßig. Oh, nee, ganz locker bleiben. So, jetzt immer da so süß rumballern. Oh, der ist echt mega lahm, das da kann ja gar nichts werden. Ja, wenn nicht mit den erfarmten Dingern, da farmt man ja immer ein bisschen was, könnte ich halt noch neue Waffen freischalten. Vielleicht bringt das dann was, ich hoffe es mal, ich denke schon. Ja, oder wir müssen es halt multiplayermäßig nochmal versuchen und dann einfach hoffen, dass uns irgendjemand mal da so durchzieht. Wäre auch geil. Ja, müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Oh. Ganz locker, nein, oh. Das ist nämlich geil an diesem Magier. Was ist denn jetzt los? Warum habe ich jetzt Schaden gemacht? Genau, der fliegt nämlich durch die Gegner durch. Das ist natürlich mega geil. Ja, da haben wir zum Beispiel schon wesentlich weniger Probleme als jetzt mit dem Krieger, ne? Das war schon mal geil. Das freut mich doch fast schon gerade so irgendwie. Ne, es freut mich sogar. Kann ich sogar so sagen. Es ist Wahnsinn. So, und Bogenschützen nerven mich auch nicht mehr so, weil ich natürlich die jetzt auch mal wegballern kann. Mit ihren eigenen Waffen schlagen kann. So sieht sie mich aus. Bogenschütze. Oh Mann. So. Du ballerst hier nicht mehr rum. Nein, der ballert noch rum. Oh. Dass die immer rumballern müssen, ist ja echt voll nervig. Ja, ich hoffe, von der Soundinstellung her passt das so. Es war ein, zweimal, war es mal ein bisschen zu laut. Ich habe es jetzt absichtlich mal ein bisschen leiser gemacht. Ich denke, die Sounds sind jetzt hier in dem Spiel jetzt nicht das Gravierende, was man so unbedingt hören muss. Ich habe nur 250 Leben, warum das? Hat er immer nur? Hä? Oder hatte ich generell immer so wenig? Wundert mich gerade, ich habe doch gar keine Herausforderung angenommen. Was ist denn jetzt los? Ich laufe irgendwo da rum, weiß auch gar nicht, wo ich da rumlaufe, um ehrlich zu sein. Ah! Ja, da muss man immer so anvisieren mit dem rechten Stick. Dann kann man zurücklaufen und kann trotzdem ballern. Weil wenn ich so schießen würde und gehe dann zurück, seht ihr, dann schießt er natürlich in die andere Richtung. Ja, man muss praktisch die Blickrichtung fixieren. Uiuiui. Oh, das ist echt der letzte Dreck. So, sind die Dicken jetzt auch weniger Problemen behaftet. Naja, es geht so, ne? Gut, ich hätte noch den starken Superangriff da. Den könnte ich gleich auch mal zeigen. Machen wir jetzt mal. Hier, Bombe. Bringt halt nur echt gar nichts, irgendwie so. Ja, so zumindest mal nicht, wie ich es jetzt angewendet habe, natürlich. So, da hinten könnte ich wieder den Kreisel da drehen, wenn ich denn Bock hätte. Ja, ein Tick lauter könnte man es vielleicht schon machen. Oh,
Das gefällt mir jetzt nicht so. So, deswegen bomben wir hier mal. Oh, Bomben ist dann gegen die Dicken ganz gut. Ja, ich guck mal an von der Lautstärke, wie das ist. Ob ich es so lasse oder nicht. Ja, da muss man irgendwie immer springen. Das ist auch ein bisschen bugbehaftet. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, wenn sie da noch ein Update für das Spiel bringen. Es hat mich eh gewundert, dass es dann, sage ich mal, umsonst auf den Markt hauen. Das ist natürlich auch ein gewisses Zeichen jetzt, ohne da irgendwem böse zu wollen, aber ja. Wäre ganz geil, wenn sie da noch was machen vielleicht. Weil ich glaube, funny könnte das Spiel durchaus sein. Bin ich mal so irgendwie sicher. Also die Spiele machen eigentlich immer Spaß, wenn sie sauber programmiert sind, weil alles cool ist, läuft der Laden sozusagen. Wie wir bei Happy Dungeons ja auch sehen und so weiter. Oder bei Rogue Stormers und so. Hey, nein, nein. Ja genau, da farmen wir einfach alles weg. Es ist der Wahnsinn, wie wir abgehen. Da war ich ja der Beste in der Gruppe das letzte Mal. Hust. Aber es läuft deutlich besser, als jetzt nur mit dem Tank da vorne reinzulaufen. Das muss man schon sagen. Man kann es wesentlich besser auch den Schaden kontrollieren, wie viel Schaden ich nehme. Man muss nicht immer da so aktiv wegdashen. Kann die einfach so wegfarmen. Das ist schon gemütlich. Nur, was mache ich da gerade? Das ist die andere Frage. Ah, da oben geht's weiter. Hier gibt es noch einen Schatz anscheinend. Da gucken wir uns den doch mal an. Ich will Schatz. So, ist das jetzt auch hier Bucky oder so? Ne, das ist easy. Nein. Oh, was ist mit denen jetzt? Spinnen die? Die spinnen die Römer. So, bam, so sieht's aus. Und da wird durch die Schatzkiste geballert. Jawohl, Wahnsinn. Ah, ich glaube, ich muss meinen Fernseher ein bisschen lauter stellen, weil ich höre euch eigentlich fast gar nicht. Oder dich. Dich, euch. So. Oh, nee, nee, nee. Oh, Bedrohung, Bedrohung, Bedrohung. Was ist denn da los? Ganz locker bleiben. Oh, nee, nee. Ich glaube, die sind sauer. Die Skettis sind sauer, Skelettis oder wie auch immer. Gibt es auch noch Erfolge, wenn man da alle möglichen umhaut. Aber so klappt das schon geil mit dem. Wenn jetzt da wirklich so und die Bedrohungsanzeige voll hochgehen würde, wäre es irgendwie schon geil. Ist schon irgendwie witzig, oder? Mit dem kann man das echt jetzt geiler kontrollieren, mit dem Magier da. Oder Freddy oder wie wir auch immer da sind. Freddy, Chrissy, Ozzy, Kanoni, was weiß ich. Irgendwer sind wir. Aber das macht Laune. Der Durchgang hat jetzt echt mal richtig Fun gemacht, muss ich sagen. Was, schnellere Bewegung beim Tragen? Achso, klar, wenn ich da irgendwas hochhebe. Super Tragen, jawohl. Das ist so geil, Super Tragen. Wir haben es geschafft. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, ich verstehe kein Wort, was der da labert. So. So, jetzt könnte ich hier irgendwelche Sachen kaufen und ich denke, das ist ja schon mal direkt sinnvoller. Durchdringender Windstoß. Leichte Angriffe durchdringen jetzt bis zu 6 Feinde. Jo. Sturmexplosion, erhöht den Basisschaden des schweren Angriffs, das ist das Ding, wo da immer auch so auf den Boden fällt. Erhöht die Angriffe, Haus des Heiligen, keine Ahnung. Was ist das? Erhöht die Angriffe, Haus des Heiligen Ultimatums, das ist glaube ich mein Spezialangriff, oder? Machen wir einfach mal das hier. Oder machen wir einfach mal die beiden. Ja, dann wäre es eigentlich clever gewesen, das mal zu machen. Naja, egal. Guck mal, zur Sturmangriff. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Oh, leck. Gucken wir uns den Sturmangriff gleich mal an, wie der so ist. Der jetzt total abgeht. Ja, Ladebildschirm ist natürlich immer so eine Sache hier. Oh, Nase, hallo. Oh, leck. Gott sei Dank habe ich... Ach so, jetzt weiß ich auch, warum das mit der Nase ist. Ich habe eben noch die Reifen gewechselt. Und, jo, habe total dreckige Hände eigentlich noch so ein bisschen. Ja, und jetzt ist meine Nase, läuft da amok. Sozusagen. Warum meine Nase deswegen amok läuft, keine Ahnung. Aber jetzt, wo ich mich einmal an der Nase gejuckt habe oder so... Ist mal so meine Theorie. Keine Ahnung. Das macht echt eigentlich wenig Sinn. Ich gebe es zu. Ja. Ja, wie weit waren wir bis jetzt? Oh, als höchstes. Noch nicht so. Och, jo. Die ganzen Fallen, die nerven sowas. Von. Jo. Oh, nee. Komm, jetzt nicht rumnerven. Oh, nee. Komm, Falle. Mach ihn platt. Jawohl. Das war ja fast geplant. Ja, was wäre vielleicht ein Ziel, eine weitere Magier- oder Bogenschützenwaffe da aufzuziehen? Achso, wir wollten uns noch den starken Angriff jetzt ansehen. Ist der jetzt umfangreicher geworden? Könnte sein, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, der ist vom Durchmesser her größer geworden, würde ich so tippen. So, dass der Angriff jetzt durch 6 Feinde durchgeht, ist natürlich auch geil, weil dann spammt man einfach so in die Richtung und haut hier alles weg. Gut, der Schaden ist natürlich jetzt nicht mega gegen die kleinen Skelettis. Hier wird das wahrscheinlich noch reichen, aber alles, was später kommt, da habe ich dann ein Problem. Da geht das nicht mehr so einfach, schätze ich. Ich
bin ein ganz großer Ausweichkünstler. So, bam, Sturmi. Oh ne, ich krieg richtig auf die Mütze. Ich glaube, ich halte mit dem weniger aus. Oder ich habe irgendwie diese Herausforderung vom letzten Mal noch aktiviert. Ich hatte doch vorher 400 Leben oder sowas. Oder hat das auch damit zu tun, was für Waffe ich auswähle, dass ich dann praktisch eine Klassenspezifizierung praktisch bekomme? Also Krieger, Tank und was, also Krieger, Bogenschütze und was weiß ich. So, und jetzt hier wird's lustig. Hätte ich gedacht. Nein, ich komme nicht weg. Oh, nee. Achso, genau, jetzt bin ich praktisch auf den gesprungen und jetzt wird's lustig. Haha. So, da könnt ihr noch so sauer werden, meine Freunde. Ich bin kein läppischer Krieger mehr. Jetzt laufe ich Amok. Oh, nö. Das war die Falle. Ist ganz witzig, muss ich sagen. Oh, nee, ist nicht mehr witzig. Hat er mich noch getroffen? Schadensfeedback, hallo? Keine Ahnung. Oh Gott. Oh, ich dachte schon, die Fallen werden länger. Also werden da so längermäßig so aufgestellt. Oh, was war das wieder? Konso. Er hat wieder Ideen. Wow. Jawohl. Ein böser Jump-Runner ist er. Konso, Mann. Wey, nein. Es ist der Burner. Wenn ich jetzt hier einen Tank dabei hätte, dann wird der Laden sowas von laufen, glaube ich. Und ein Heiler. Und noch ein Tank. Und noch ein Heiler. Nee, und noch ein Magier oder sonst wen. Dummes Gespräch halt. So, bam. Wir knallen hier alles raus. Ja, jetzt treffe ich den hier nicht, oder was? So, jetzt aber. So sieht's aus. Oh ne, jetzt sind die alle wieder sauer und kommen von allen möglichen Richtungen. Klasse. Ah, die kommen aber nicht zu mir. Und jetzt kann ich die ganz gemütlich hier wegfahren. Außer der dicke Rittermann. Oh. Ja. So, Super Mario. Way. Das ist so sinnlos. Oh, aber bei dem mache ich gar keinen Schaden irgendwie. So mit der Super Mario Sache da. Oder? Also da auf dem drauf rumspringen. Ah. Ja, aber es läuft schon wesentlich kontrollierter ab, das Ganze. Was mich sehr freut. Weil das war schon sehr unkontrolliert das letzte Mal. Ui. Bäm. So, komm her, dicker Ritter. Warum mache ich jetzt so viel Schaden an dem? Habe ich was verpasst? Mache ich mehr Schaden aus irgendwelchen sinnlosen Gründen? Weiß das jemand? Kann das mir gerade jemand jetzt in die Kommentare schreiben und mir helfen? Oder war das gar kein so dicker? Doch. Habe ich irgendwie ein Level abgehabt? Jo, ich bin der Lars. Super. Hallo, Lars. Achso, ich gucke die ganze Zeit eigentlich überhaupt nicht auf die Karte. Ist irgendwie, zeichnet mich jetzt nicht unbedingt aus, würde ich behaupten. Jo, da läuft er sinnlos umher, um irgendwelche Münzen zu sammeln. Jo, ich hätte müssen noch gründlicher suchen. Ja, hier ist ein Händler. Extra Leben hinzufügen. Oder was war das hier wieder? Einen ultimativen weiteren... Achso, stimmt, die ultimative Angriffe. Ja, komm, wir kaufen so extra Leben, oder? Ui. Ja, 5 Leben. Ja, das ist super klasse. Ich hätte natürlich jetzt auch noch auf die Attacke sparen können. Und die hat man irgendwie auch super schnell aufgeladen. Also, oh, also da auf der Maximalstufe oder so. Hätte ich jetzt mal so geschätzt. Jawohl, Magier. Oh, Magier, wir sind Freunde, wir beide. Das finde ich echt super. Dass die Schüsse da durchgehen, finde ich echt mega eigentlich. Das ist mal richtig geiles Farmen. Aber die Level scheinen wohl immer gleich, relativ gleich zu sein, oder? Da kennen wir doch alles schon. Oder sind manche Passagen immer nur gleich? Oder habe ich wieder ein super beschissenes Gedächtnis, das denkt, es würde sich erinnern? Das ist auch bitter. Nee, also die Passage hier kenne ich, definitiv. So, bam. Juhu, nein. Skelett. Oh. Musst du jetzt rumnerven? Nein. Hallo, ich mache eine schwere Attacke. Hm, interessiert hier nur keinen. Oh, man kann nicht durch die Gegner durchstechen. Das macht das Ganze ein bisschen nerviger. Wenn die einen so blockieren, blockieren die einen wirklich. Finde ich eigentlich auch cool. Macht einen Tank wieder sinnvoller. Ja. Oh Gott, bin ich so rauerlich. Ich glaube, den gleichen Fehler habe ich das letzte Mal auch schon gemacht, oder? Ziemlich sicher. Ich bin mir eigentlich ganz sicher. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ullala. Oh, nee. Bosskampf. Echt jetzt? Warum? Nö. War ich jetzt nicht drauf gefasst? Bleib locker, bitte. So, wie läuft das jetzt gegen den Boss hier als Magier? Habe ich da irgendeine Chance? Nö, der blockt da alles weg. Klasse. Also muss ich werfen.
Bam, so sieht's aus. Jawohl, aber jetzt bin ich ja geübt im Werfen. So fast. Ah, nein. Aber die können wir natürlich jetzt super geil wegballern. Das ist natürlich schon mal ganz hilfreich. Jo. Wenn ich nicht das Ding vor mir wegknalle. Oh, ist das so schlecht schon wieder. Das war echt Konso-Style. Vor allem echt noch so im Geist. Da hatte ich so wie eine Ansage. Hab gedacht, kann ich da durchschießen? Ich glaube nicht. Und dann war es auch schon vorbei. Jo. Bam. Die Musik, ey. Geht voll ab. Bam. Jawohl. So, und jetzt, was machen wir? Die Musik ist manchmal ein bisschen extrem, finde ich, oder? Na gut, das ist, soll auch sowas wie ein Markenzeichen hier sein, glaube ich. So, gehen wir ein bisschen spazieren. Kann ich denn gegen den machen? Gut, schwerer Angriff wahrscheinlich. Auch nicht. Gegen den geht gar nichts, oder was? Kann ich nur da ein bisschen doof rumwerfen. Ist immer nett. Ja, ist echt eine nette Geschichte. Was kann ich? Achso, super tragen. Ich kann ja mich ja dann... Das ist echt geil. Gerade gegen den Boss ist das super, dass ich mich dann schneller bewegen kann und so. Finde ich echt mega geil. Geworfene Gegner explodieren. Kann ich auch Gegner werfen, oder was? Einfach daneben und darum werfen, oder was? Keine Ahnung. Stimmt, ich könnte ja meine Pros auch nehmen und darum werfen. Das haben wir das letzte Mal vercheckt. Jo. So, was war das wieder? Ah, genau. Zum Aufleveln. Super geil, weil ich so einen Mini-Boss da geschafft habe. Das ist natürlich schon mega geil. Jo, nee, und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich gehe dann in die Untiefe 3, schätze ich mal. Dort sehen wir uns dann wieder. Und dann gucken wir uns die ganze Sache mal an und ersparen uns den Ladebildschirm. Ich freue mich drauf und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.